Der Cum-Ex-Skandal und die möglichen Verwicklungen von Bundeskanzler Olaf Scholz wurden ganz maßgeblich mit aufgedeckt von Oliver Schröm. Er ist einer der renommiertesten Investigativjournalisten Deutschlands und Gründer des Recherchenetzwerks Korrektiv. Guten Abend, Herr Schröm. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Das ganze Cum-Ex-Thema mit der Verbindung nach Hamburg ist so kompliziert. Vielleicht können Sie uns noch einmal in aller Kürze schildern, warum Sie davon ausgehen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz damals in Hamburg die Warburg-Bank quasi vor dem Finanzamt geschützt hat. Die Warburg-Bank hat illegale Cum-Ex-Geschäfte gemacht und hat damit mindestens 170 Millionen Euro erbeutet. Irgendwann kamen die Betriebsprüfer ihnen auf den Schliche, wollten das Geld zurückhaben. Die Warburg-Banker wollten nicht zahlen und haben sich dann überlegt, einen Gesprächstermin beim damaligen Bürgermeister Olaf Scholz zu besorgen. Den bekam sie dann auch und sie ging dahin mit der Absicht, dass nach dem Gespräch die Steuerrückforderung der Stadt sich in, Zitat, Warburg-Anwalt in weiße Wölkchen auflösen. Dann redet man zweimal mit Olaf Scholz und danach ist es auch eingetroffen. Die Steuerrückforderungen waren verschwunden, sie waren in weiße Wölkchen aufgelöst. Und jetzt geht man der Frage nach, hat Olaf Scholz da irgendwie die Finger mit im Spiel, hat er darauf politisch Einfluss genommen? Damit beschäftigt sich seit über einem Jahr ein Untersuchungsausschuss. Auch heute eben in Hamburg. Die neuesten Entwicklungen, eine der neuesten Entwicklungen, das LKA steht im Vorzimmer des Bundeskanzlers und beschlagnahmt ein E-Mail-Postfach von seiner Büroleiterin. Wie ordnen Sie das ein? Ich denke, das ist ein erheblicher Vorgang, was man dabei vergisst. Vier Wochen zuvor, also im März diesen Jahres, waren die LKA-Ermittler auch bei Olaf Scholz digital gesehen. Sie haben sich nämlich dessen früheres Postfach unter den Nagel gerissen. Und ich glaube, das ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein früheres Postfach eines amtierenden Bundeskanzlers beschlagnahmt wird. Es zeigt, mit welcher Wucht und Dynamik da die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wie gefährlich kann das Ganze für den Bundeskanzler werden? Es wird zumindest extrem unangenehm und wird seine Kanzlerschaft überschatten, weil die Geschichte, diesen Skandal kriegt er nicht mehr los, der klebt an ihm. Was da daraus dann noch entsteht, weiß man nicht. Aber mittlerweile geht es nicht nur um den Skandal, sondern auch um den Umgang mit dem Skandal. Da wird gelogen, da wird getäuscht, da wird getrickst, da werden Akten vernichtet, da wird der Untersuchungsausschuss hinter die Fichte geführt, er bekommt unvollständige Unterlagen. Und ich glaube, mittlerweile ist fast dieser Skandal vielleicht noch größer als der eigentliche Skandal. Aus Hamburger Sicht auch besonders interessant, welche Rolle spielt eigentlich aus Ihrer Sicht Peter Tschentscher, damals Finanzsenator in Hamburg, heute Bürgermeister? Peter Tschentscher wurde in diese ganze Geschichte von Olaf Scholz eingebunden, weil er hat die Warburg-Banker mit Peter Tschentscher zusammengebracht, zumindest brieflich. Peter Tschentscher hat mit seiner Senatorentinte, weil nur Senatoren und Minister dürfen grüne Tinte benutzen, Vermerke drauf gemacht, auf ein Warburg-Schreiben, hat es in Apparat eingespeist. Der Apparat sah die grüne Tinte und meine Interpretation wusste, was zu tun ist. Und schwuppdiwupp hat man darauf verzichtet, die Gelder zurückzuholen. Mhm. Nun recherchieren Sie seit Jahren an der ganzen Geschichte. Bewiesen ist aber bis heute noch nichts. Können Sie Leute verstehen, die sagen, das wird auch nichts mehr? Das glaube ich nicht. Also Beispiel Warburg wird gegen Warburg wird gegen, seit über 10 Jahren ermittelt und mittlerweile gibt es die ersten Urteile. Ein hochrangiger Ex-Warburg-Manager wurde zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das hat auch jahrelang gedauert und wir Journalisten sind immer ein bisschen ungeduldig. Wir haben nicht viel mehr Möglichkeiten als Staatsanwälte, im Gegenteil. Und manchmal dauert es halt auch Jahre, bis man halbwegs alles ans Tageslicht gezerrt hat. Ihre Arbeit ist sehr brisant. Gibt es solche Fälle, wo es Versuche gab, Sie an Ihrer Arbeit zu hindern oder Sie sogar unter Druck gesetzt wurden? Ich will nicht sagen, dass das alltäglich ist, aber das ist nicht ungewöhnlich. Das passiert ständig. Also Kanzleramtsminister, der Vertraute von Olaf Scholz, schreibt böse Briefe an diverse Chefredakteure, diskreditiert mich, verbreitet Unwahrheiten über mich, man versucht mich juristisch unter Druck zu setzen. Es ist leider in meinem Job ein Stück weit eingepreist, aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Sagt Oliver Schröm, Investigativjournalist aus Hamburg. Cum-Ex war das Thema. Vielen Dank für den Studiobesuch. Dankeschön. Gerne.